Liebe Gemeinde, Gründonnerstag, die Nacht, in der er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach. Wir alle wissen, was jetzt kommt. Das Abendmahl würde ich normalerweise mit Ihnen heute an Gründonnerstag feiern. Das geht leider nicht. Und doch wollen wir uns dem Abendmahl nähern, wollen das tun, indem ich Sie quasi mitnehme nach Wittenberg, in die Kirche, in der Luther am meisten gepredigt hat, in die Kirche, in der der Reformationsaltar steht. Lukas Cranach hat ihn gemalt und wir wollen heute uns die Abendmahlszene anschauen, eine skandalöse Abendmahlszene. Wir rücken dem Bild und dem Abendmahl etwas näher. Liebe Gemeinde, jetzt können Sie das Bild besser sehen. Wir nähern uns ihm von außen nach innen. Es ist vom äußeren Rahmen her ein Quadrat, also eine perfekte geometrische Figur. Und in ihr ist ein Kreis gemalt, ebenfalls eine perfekte geometrische Figur. Quadrat und Kreis sollen anzeigen, hier geht es um etwas Vollkommenes, um eine vollkommene Gemeinschaft. Das, was dargestellt ist, ist nicht besser darzustellen als in diesen perfekten geometrischen Figuren. Auf der linken Seite sehen wir Jesus sitzen, um ihn herum 12 Jünger und ein Diener bringt einen Becher Wein. Und wir sehen sofort die Szene und können sie erkennen, an Jesu Brust ist Johannes, er ist einfach eingeschlafen. An seiner rechten Seite gibt Jesus ein Stück Brot in die Figur dieses Mannes, der in einem gelben Umhang sitzt. Und wir erkennen an dem Geldbeutel, dass es Judas sein muss. Judas hat interessanterweise seinen Fuß ausgestellt. Er ist schon jetzt dabei, die Gemeinschaft zu verlassen. Auf der linken Seite von Jesus Petrus. Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus legt die Hand auf die Brust und fragt, bin ich es, Herr, bin ich es? Und alle anderen Jünger diskutieren auch die Frage, wer ist es denn nun, der den Meister verrät? Soweit ist uns die Szene bekannt. Und doch möchte ich auf zwei Personen hinweisen, die komplett aus dem Rahmen fallen. Ich möchte es tun mit einer Einleitungsfrage, wo ist der Martin? In diesem Bild nämlich hat Lukas Cranach Martin Luther hineingeschummelt. Martin Luther sitzt mit im Kreis, ist einer der 12 Jünger. Und wenn Sie das Bild kennen, wo Martin Luther auf der Wartburg gewesen ist und um sich zu verkleiden, damit er nicht gefangen genommen wird, sich einen Vollbart hat wachsen lassen, dann werden Sie erkennen, dass hier Martin Luther sitzt. Lukas Cranach hat ihn einfach mitten hineingesetzt in den Kreis der Jünger. Was für ein Skandal! Nicht die Heiligen werden abgebildet, sondern auch der Reformator Martin Luther sitzt mit Jesus am Tisch. Zweiter Skandal, die Figur neben Martin Luther. Dieser hier. Nun, das hat man herausbekommen, das kann keiner wissen, das ist Hans Luft. Hans Luft war in Wittenberg der Drucker gewesen, der viele Bibeln von Luther gedruckt hat und der halt bekannt war. Wir könnten heute sagen, in Amern, das war vielleicht der Herr Gisbert Senior von der Araltankstelle. Der war allen bekannt gewesen und sitzt mit Luther zusammen und den Jüngern bei Jesus am Tisch. Und das war die Botschaft von Lukas Cranach. Es geht nicht darum, dass diejenigen, die am Tisch sitzen, beim Jesus alles Heilige sind, sondern es ist einfach auch der normale Bürger aus der Stadt, den jeder kennt. Er darf mitsitzen. Er ist genauso viel wert wie ein Petrus oder ein Johannes.
Interessanterweise ist Judas auch mit am Tisch. Selbst der, der Jesus verrät, wird nicht vom Tisch gewiesen. Der Sünder darf auch am Abendmahl teilnehmen. Und schließlich Johannes, der einfach eingeschlafen ist. Ein schlafender Jünger. Was sonst hochnotpeinlich ist, ist ein wunderbarer Trost, dass man selbst in Jesu Gegenwart einschlafen darf, beim wichtigsten Essen, das es überhaupt gibt. Und Martin Luther, der Reformator, ist mit dabei. Er empfängt einen Kelch mit Wein. Er ist derjenige, der den Wein der Gemeinde gegeben hat. So empfängt er ihn. Cranach hat gesagt, das ist die perfekte Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Jünger, der Kirche. Der eine schläft, der andere ist dabei auszusteigen. Der dritte ist ein Reformator. Der vierte fragt ständig, bin ich es, bin ich es. So ist eine perfekte Abendmahlsgemeinschaft. Was für ein tröstliches Wort, was für eine Einladung Jesus dort ausgesprochen hat, auch für uns. So ist dieses Bild, die evangelische Einladung an jeden, am Abendmahl teilzunehmen, ganz egal, wie er denn gestimmt ist. Hauptsache, er will etwas von Jesus bekommen, von seinen Worten, von dem, mit dem er uns gut tut. Ich freue mich darauf, wenn wir beim nächsten Mal wieder gemeinsam richtig Abendmahl feiern können. Bis dahin, liebe Gemeinde, bleiben Sie behütet. Auf Wiedersehen.